wollte ich einmal was zur Technik sagen. Ihr seht hier, das ist meine Dokumentenkamera. Kann sein, dass der eine oder andere das nicht kennt. Ich zeichne darunter, ich habe hier mein DIN A4 oder DIN A3 Papier hingelegt und ich zeichne gleich auf Papier beziehungsweise auch auf den anderen Wänden, weil ich bin ja nun hier im Hanse Lab und darf diese ganzen tollen Räumlichkeiten auch nutzen. Aber hier, das ist meine Dokumentenkamera, das ist mein Papier. Und es wäre schön, wenn ihr irgendeinen schwarzen Stift dabei hättet. Das kann zum Beispiel so ein Stabilo sein. Das kann natürlich auch irgendein professionellerer von Neuland sein. So mitteldick wäre es ganz schön. Und irgendwas Farbiges. Also es ist, geht natürlich auch hier so ein professioneller Neuland-Stift, geht alles. Es geht aber auch ein ganz normaler Textmarker. Also wenn ihr sowas bereit hättet und vielleicht braucht ihr noch einen Bleistift. Wenn ihr das hättet, wäre es total super und dann seid ihr total gut ausgestattet. Wir fangen an mit dem schwarzen Stift. Und ihr dürft gleich mitzeichnen, was ich jetzt mache. Die Überschrift von dem Workshop heißt ja, zeichnen kann jeder, auch wenn man nicht zeichnen kann. Und das beweise ich euch jetzt. Und zwar macht mal alle ein Viereck. Es muss noch nicht mal ein Quadrat sein, es kann irgendein Viereck sein. Und macht mal bitte alle ein Dreieck. Und für die total Fortgeschrittenen bitte einen Kreis. Das ist eigentlich schon alles. Mehr müsst ihr gar nicht können. Wenn man das kann, kann man zeichnen. Meine Regel ist es, das Licht kommt immer von oben links. Hier, um es zu verdeutlichen, male ich da oben einfach mal eine Sonne hin. Da oben links scheint bei mir die Sonne. Das heißt, wenn oben links die Sonne scheint, ist alles, was rechts und unten ist, im Schatten. Wir machen jetzt mal, ihr könnt alle wieder mitmachen, die Idee. Die Idee schreibe ich dann einfach mal. Die Idee und mache die Glühbirne dazu. Na, bisschen aus dem. So, jetzt. Das Ganze kann natürlich von irgendjemandem gesagt worden, angenommen, das war ein Workshop und da hatte einer der Teilnehmer eine tolle Idee. Dann ziehe ich da gerne einen Rahmen drumherum und der könnte dieser sein, mit einer Sprechblase. Und dabei darf gerne auch manchmal das Bild aus dem Rahmen rausragen. Ich hätte es auch reinsetzen können. Das geht beides. Zum Thema Üben kann ich echt einfach mal den Tipp geben, abends vom Fernseher den Tatort mitzuzeichnen oder irgendwie sowas. Also irgendwas, wo man sowieso eine entspannte Situation hat. Man erwartet nicht, dass es ein tolles Bild wird. Kein Mensch will das hinterher sehen und man zeichnet einfach mal mit, was die da so machen und mal gucken, was passiert. Das wäre so mein Tipp. Also ein bisschen spielerischer ans Üben kommen.